Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, wenn mich ein neuer Antrag einer anderen Fraktion erreicht, dann überfliege ich zunächst mal die Ausgangslage oder andere einführende Worte und lese als erstes den Beschlussteil. So habe ich es auch mit diesem Antrag gemacht. Und dieser Beschlussteil kommt ja zunächst erstmal harmlos, aber auch ein wenig kurios daher. Da soll zunächst der Landtag beschließen, den Bericht der IMAG Zuwanderung nach Südosteuropa zu begrüßen. Ja, den Bericht kenne ich leider nicht und mir stellt sich auch die Frage, warum wir uns hier im Landtag NRW mit den Zuwanderern nach Südosteuropa beschäftigen sollen. Sollten Sie allerdings den Bericht Zuwanderung aus Südosteuropa gemeint haben, so kann man gerne beschließen, den zu begrüßen, kann man aber auch sein lassen. Der nächste Punkt erschließt sich dem geneigten Leser auch nicht ganz, zumindest wenn man Kenntnisse vom Bericht und den Inhalten der letzten Ausschusssitzung hat. Ein Handlungskonzept liegt vor. Priorisierungen sind nicht erforderlich, da vieles parallel läuft, und das ist ja auch gut so. Und dass die Staatskanzlei wieder mit hineingezogen werden soll, um die Umsetzung des Maßnahmenkataloges zu überwachen, ist für mich ein erneutes Misstrauensvotum gegen unseren Integrationsminister, und bei der Häufigkeit dieser Übung wird das langsam schäbig. Im Weiteren, auch nicht sensationell Neues, alles, was gefordert wird, ist bereits in der Umsetzung, ist angekündigt, gewollt oder auf dem Weg. Im letzten Punkt dann noch der detaillierte Umsetzungsbericht. Auch hier würde es helfen, den Ausschusssitzungen aufmerksam zu folgen. Fast bei jeder Sitzung haben wir das Thema auf der Tagesordnung und ich bin äußerst zuversichtlich, dass wir auch weiterhin regelmäßig und umfassend informiert werden. Betrachtet man den Antrag in Gänze, so stellt man mit Erschrecken fest, welches Geistes Kind es ist. Gleich in der Überschrift findet sich wieder das Wort Armutszuwanderung an prominenter Stelle. Der Gebrauch dieses Wortes ist durch unermüdliche Infiltration von der CSU und Leuten rechts von der CSU leider fester Bestandteil in unserem Sprachgebrauch geworden. Wir haben uns aber im Integrationsausschuss darüber verständigt, das Wort nicht mehr zu benutzen. Denn wer, wenn nicht wir, sollten als Vorbild dienen und nicht noch tiefer in die Kerbe hauen. Weiter geht es dann direkt mit der Landtag stellt fest. Wollen wir mal schauen, was der Landtag so feststellen soll. Zunächst einmal werden wir mit Zahlen versorgt. Da dies direkt unter der Überschrift mit dem Wort Armutszuwanderung erfolgt, hilft es auch wenig, wenn im Absatz danach von der Mehrzahl gut qualifizierter Eingewanderten gesprochen wird. Die große Zahl 75.000 und der Anstieg um 25% sind erstmal taktisch gut platziert. Entschuldigung, Frau Abgeordnete, Frau Kollegin. Sie wollen keine Zwischenfragen zulassen. Okay. Was dann allerdings im dritten Abschnitt kommt, ist eine Ungeheuerlichkeit und steht der Rhetorik eines Herrn Lucke in nichts nach. Sie schreiben, ich zitiere, vor allem nordrhein-westfälische Großstädte wie Duisburg, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Hamm und Köln stellt dieser Zuzug insbesondere von Roma vor gewaltige Herausforderungen. Und jetzt kommt es, dass diese Form der Zuwanderung keine Folge der geltenden Freizügigkeitsregelung innerhalb der EU ist, wird dabei häufig übersehen. Wie meinen? Sie sagen damit doch nichts anderes, als dass diese Zuwanderer nicht arbeiten wollen und damit bedienen sie wieder die Mehr vom Einzug in die Sozialsysteme. Ganzen Gruppen von Menschen unter besonderer Betonung der Roma werden hier mal eben von Ihnen stigmatisiert. Und die FDP zieht im Antrag ja mit dem gleichen Wortwahl direkt hinterher. Meine Damen und Herren, rechtspopulistisches Gedankengut hat in diesem Landtag, hat in keinem Landtag etwas verloren. Wir beschwören die Willkommenskultur und spülen dann solche Anträge raus. Pfui. Ich rate Ihnen, liebe CDU-Fraktion, dringend Ihre Rhetorik zu überdenken. Durch diese Rhetorik kann ich der Überweisung in den Ausschuss auch nur mit Bauchschmerzen zustimmen. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Brandt. Bitte bleiben Sie noch einen Moment vorne, denn Herr Kollege Dr. Stamp hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet und erhält jetzt, sobald er sich eingedrückt hat, für 90 Sekunden das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, vielen Dank. Frau Kollegin Brandt, ich möchte das in aller Entschiedenheit zurückweisen, was Sie uns hier
unterstellen. Ich glaube, dass es die Aufgabe von demokratischen Parteien ist, auf Dinge hinzuweisen, die vor Ort schwierig sind, auf die, wo Menschen Sorgen haben, weil sie mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, weil sie in ihren Nachbarschaften Dinge erleben, die sie vorher nicht kannten. Und wenn Sie die Sozialarbeiter in den entsprechenden Kommunen sprechen, dann muss ich das hier nicht weiter ausführen. Und es geht eben gerade darum, hier nicht populistische Politik zu machen. Und das hat hier im Saal keiner getan. Und das ist eine Unterstellung. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Und ich sage Ihnen auch, wir haben im Ausschuss, Sie können ja mal in den Ausschuss kommen, da haben wir sehr vernünftig und sehr sachlich diskutiert. Da haben wir auch klipp und klar, und ich habe das auch für uns gesagt, festgestellt, dass es natürlich notwendig ist, auch von einer Armutsmigration zu sprechen, wenn es eine Armutsmigration ist. Es ist doch Unsinn, wenn man die ganze Zeit glaubt, man würde damit Leute stigmatisieren, wenn man ihre Probleme nicht anspricht. Ich möchte, dass denen geholfen wird. Und ich sage Ihnen auch, jedes einzelne Kind dieser Arbeitsmigranten hat die gleichen Rechte wie meine beiden Töchter. Und deswegen kämpfe ich dafür, dass wir die Probleme in den Griff kriegen und dass den Menschen geholfen wird. Vielen Dank. Danke. Halt. Frau Kollegin Brandt. Wohin wollen Sie? Sie haben die Kurzintervention gehört und jetzt, bitte? Sie wollen darauf nicht antworten. Ah ja, gut, das ist eine neue Interpretation der parlamentarischen Debatte, aber es ist Ihr gutes Recht, Ihren Debattenbeitrag zu verweigern. Gut, dann sind wir wieder im regulären Verfahren und ich